Frauenärztin Christina Trautner wird bei ihrer nächsten Patientin besonders viel Einfühlungsvermögen brauchen. Die 25-jährige Lea kommt mit einem äußerst unangenehmen Problem in die Klinik. Da sie ihren Freund nicht erreicht hat, wird die junge Frau von ihrer Mutter begleitet. Was machen wir für Sie? Was kann ich machen? Also, sind ja total verschwitzt, die Klinik. Ja, ich bin auch total gestresst. Also es ist so, dass ich vor ein paar Tagen schon bei meinem Gynäkologen war. Ja. Ich habe so starken Juckreiz, ja, im Intimbereich, genau, ja. Da hat er dann auch einen Pilz diagnostiziert. Ich habe da auch eine Salbe bekommen, aber ehrlich gesagt jetzt nicht besser. Ich habe eher den Eindruck, dass es ein bisschen schlimmer wird. Ja, und es ist einfach so massiv jetzt geworden. Also ich arbeite als Referendarin und musste auch viel sitzen. Schlecht vor der Klasse, wenn Sie sich da jucken wollen. Ne? Ja, das ist ein bisschen, genau, ja, richtig. Nehmen Sie Intimwaschlotion? Ja, nehme ich. Ja. Die Scheidenflora kaputt machen könnte? Also ich nehme Intimwaschlotion, spezielle, genau, die nehme ich auch. Leben wir in der Gyn überhaupt nicht. Ah, okay. Gar nicht. Ja, das habe ich so auch noch nicht gehört. Intimwaschlotion, die machen sehr häufig auch die gesunden Scheidenbakterien weg. Und wenn die Milchsäurebakterien nicht mehr da sind, dann hat man oftmals von ein paar Pilzen, die dorthin gehören dürfen, plötzlich so viele, dass man immer wieder Theater hat. Okay. Ne? Was nimmt man denn da am besten? Um sich zu waschen? Ja. Normales Duschgel, man kann sich aus der Apotheke bestimmte Sachen holen, die pH-neutral sind. Ah, perfekt, super. Scheidenpilzinfektionen sind ganz häufig. Oftmals ist ein gestörtes Vaginalmilieu die Ursache. Frauen waschen sich sehr häufig mit Intimwaschlotion, die ganze gute Scheidenflora kaputt machen. Die Leute gehen schwimmen, dort haben die einen Stoff im Wasser, der sich Chlor nennt. Chlor wirkt antibakteriell, macht also auch eine gesunde Scheidenflora kaputt. Es gibt viele Sachen, die dazu führen können, dass die Frauen den Juckreiz nicht in den Griff bekommen. Ganz davon abgesehen gibt es natürlich auch jede Menge Allergien. Eine letzte Frage. Gerne. Nehmen Sie irgendwelche Medikamente, die da unten was auslösen könnten? Also aktuell nicht. Also denk jetzt wieder an was Allergisches oder zum Beispiel an ein Antibiotikum. Also ich habe vor ein paar Monaten, da hatte ich so eine Halsentzündung. Mhm. Und ja, das war das Einzige. Aber das ist schon länger her. Ja, genau. Das ist jetzt schon. Aber häufig ist es ja so, dass ein Antibiotikum wirklich nachfolgend zu einem Pilz führt. Ne? Ja, wissen Sie warum? Ja, weil das Antibiotikum kann nicht unterscheiden, welches sind gute und welches sind schlechte Keime. Das haut Ihnen alles weg. Auch die gesunde Vaginalflora. Und da es verschiedene Formen von Pilzen gibt, gucken wir jetzt einfach mal nach, ob wir irgendeine Medikation finden, die gleich 5 oder 6 Stämme weghaut. So, dann würde ich jetzt kurz noch meinen Freund anrufen, dass der mal hierher kommt. Ja? Lea würde sich sicherer fühlen, wenn ihr Freund Valentin dabei wäre. Doch der Fotograf hat heute bisher auf keinen ihrer Anrufe reagiert. Die beiden sind seit einem Jahr ein Paar und wohnen noch getrennt. Lea wird langsam misstrauisch. Also ich kann mir vorstellen, wenn der das abhört, kommt er direkt. Ja, hoffentlich. Ich habe jetzt schon 2-mal versucht. Ja. Das reicht langsam. Ja, also macht dich nicht verrückt, hat ja keinen Zweck jetzt. Kaum noch Vaginalbakterien, alles weg und dicke, fette Pilze. Oh je. Kann ich mir vorstellen, dass das höllisch juckt. Ich verstehe jetzt überhaupt nicht, warum wirkt dann meine Salbe nicht? Weil es unterschiedliche Formen von Pilzen gibt. Ah, okay. Okay. Und was machen wir jetzt? Wir geben jetzt ein Medikament, ein Zäpfchen, das man einführen kann. Das schieben sich heute Abend rein. Und morgen ist der Pilz weg. Okay. Das wirkt gegen verschiedene Sorten. Das ist wirklich so ein kleines Wundermittel. Frau Doktor, ich habe jetzt noch eine Frage. Und zwar, meine Regel bleibt jetzt seit ein paar Tagen aus. Ja? Jetzt ist es so, ich habe schon Schwangerschaftstests gemacht. Die sind aber alle negativ. Ist vielleicht doch die Möglichkeit, dass ich schwanger bin? Oh, jetzt klar. Wenn ihr häufig Sex habt, dann kann das sein. Mutter, die müssen wir gleich noch zur Ambulanz runterbringen. Ja, also, es ist so. Die Schwangerschaftstests aus der Apotheke sind schön und gut, aber die zeigen erst ab einer bestimmten Schwangerschaftshormonhöhe an, dass man schwanger ist. Okay. Wir erleben das immer wieder, dass die Frauen sagen, ich war nicht schwanger, habe das und das gemacht und hätten was im Blut kontrolliert, hätten wir gesehen, doch es ist eine ganz kleine frühe Schwangerschaft. Das heißt, die Möglichkeit besteht, dass ich schwanger sein könnte. Klar. Okay, das sehr schön. Wir jetzt. Was Lea ihrer Mutter bisher verschwiegen hat, die 25-Jährige und ihr Freund Valentin versuchen schon länger, schwanger zu werden. Doch zurzeit gibt es oft Zoff. Der 28-Jährige ist ständig auf Achse. Und Lea hat das Gefühl, dass er etwas verbirgt. Und? Auf den ersten Blick sind die Werte alle gut. Aber das heißt, schwanger? Nein. Nee, leider nicht. Der HCG-Wert ist so niedrig, wenn der unter 5 ist aus dem Blut, dann ist man nicht schwanger.
Tut mir leid. Ja. Was du wolltest, ganz ehrlich. Nein, Lea, du bist doch sowieso die ganze Zeit irgendwo anders unterwegs. Hör mir mal zu, ich glaube das alles gar nicht mehr. Es ist jetzt nicht so schlimm. Wir probieren es einfach weiter, okay? Ja, wir probieren es weiter, ganz ehrlich. Was soll das denn jetzt? Ja, wie was soll das? Du bist die ganze Zeit unterwegs, kommst zu spät hierher. Zu streiten. Ja, das hat nichts mit Streiten zu tun. Jetzt mal ehrlich, wir wollen ein Baby zusammenbekommen, ganz ehrlich. Ja, ich will auch mit dir ein Baby zusammenbekommen, aber warum machst du so einen Stress? Es gibt so viele Sachen, weswegen man nicht schwanger werden kann. Man denkt sich das immer so einfach, dass das so schnell geht. Ja, aber an was liegt die Frauen denken, wenn ich die Pille absetze, dann bin ich nach 3 Tagen schwanger. So ist das nicht. Wenn junge Frauen Kinderwunsch haben, der sich nicht bald erfüllt, dann sind die heute übers Internet informiert, belesen sich, meinen, das müsste sofort klappen. Aber beispielsweise nach Absetzen der Pille muss ich mit bis zu 1 Jahr Dauer rechnen, bis meine Eierstöcke wieder so arbeiten, wie ich sie brauche, um die Hormone zu haben, die ich für eine Schwangerschaft nötig habe. Ich setze die Pille ab, die Eierstöcke müssen wieder anfangen zu arbeiten. Das haben vorher die Hormone übernommen, die ich durch die Pille genommen habe. Funktioniert nicht sofort. Man muss sich ein bisschen Geduld auch mitnehmen dabei. Lea, ich gucke schon die ganze Zeit so auf die Uhr, weil... Ja, ich merk's. Ganz ehrlich, was soll das? Zum nächsten Termin, sorry. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Also du bist jetzt für 10 Minuten hier gewesen. Sandra, ich muss wirklich los. Du musst jetzt schon wieder los, brauch dich nicht bei meiner Mutter zu entschuldigen. Du lässt mich hier die ganze Zeit alleine rumsitzen. Ich bin extra hingekommen, weil du mir wichtig bist, aber ich muss jetzt gehen. Ja, ich bin dir wichtig, also hast du doch eine andere. Was? Was erzählst du denn? Was ist das denn Absurdes, hä? Ich würde dich niemals betrügen mit einer anderen. Ja, sieht aber ehrlich gesagt gerade echt anders aus. Ganz ehrlich. Ich muss zum Banktermin. Zum Banktermin muss er. Ach, heißt das jetzt Banktermin heutzutage? Ey, weißt du was? Alles klar, ganz ehrlich. Ich reiß mir hier so den Arsch auf und du machst hier so einen Scheiß. Das ist mir echt zu blöd. Genau, ja, dann viel Spaß bei deinem Banktermin. Ehrlich haben, danke. Insgesamt hat der junge Mann auf mich schon einen fürsorglichen, besorgten Eindruck auch gemacht. Aber sein Verhalten war ja doch ziemlich merkwürdig. Und da kann ich auch gut verstehen, dass bei der jungen Frau Zweifel aufgekommen sind. Aber es kann ja auch sein, dass er wirklich, wirklich wichtige Termine hat. Das glaube ich auch. Das ist einfach jetzt ihre Traurigkeit, glaube ich. Ja, ich bin auch wirklich traurig. Sie enttäuscht sind und traurig sind. Ja, ich habe einfach echt Angst. Und jetzt deswegen so sauer sind. Zeit, aber woran liegt es denn, dass ich einfach nicht schwanger werden kann? Es gibt so... Mir fällt da auch gerade noch was ein. Was denn? Das ist jetzt die ganze Zeit... Mir fällt gerade ein, als ich damals auch schwanger werden wollte, wir haben es also auch ein bisschen länger probieren müssen. Mhm. Und als ich dann beim Arzt war, dann sagte der mir, ich wäre in den vorzeitigen Wechseljahren. Zumindest war das der Beginn davon. Mhm. Und ich habe aber auch noch nicht gehört. Das war damals quasi fast ein Wunder, dass ich überhaupt noch schwanger geworden bin. Ich kann das sein, dass ich das jetzt auch habe? Ja, genau. Ist das jetzt vererbbar? Also ich sag mal so, 60% der Leute, die frühzeitige Wechseljahre haben, vor dem 40. Lebensjahr, haben das vererbt. Also ich kippe hier gleich um, das ist jetzt nicht wahr, oder? Also es kann sein, dass ich wirklich keine Kinder kriegen kann. Ja, im schlimmsten Fall könnte es so sein. Ja, und wie finden wir das jetzt raus? Wir finden das normalerweise hier im Krankenhaus gar nicht raus. Eigentlich findet das ihr niedergelassener Frauenarzt oder ihre Frauenärztin raus. Aber ich sehe ja, wie Ihnen das Wasser hier auf dem Kopf steht und der Schweiß da steht. Mal ganz ruhig, mal ganz ruhig. Wir machen das jetzt ausnahmsweise. Das muss man nicht überall rum erzählen. Ja, ne? Und dann machen wir mal eine ganz bestimmte Untersuchung. Und zwar das Anti-Müller-Hormon. Hinweise für ein Klimakterium praecox, also eine vorzeitige Wechseljahreslage, waren bei dieser jungen Frau durchaus vorhanden. Die hatte keine Periode mehr. Sie hatte Schweißausbrüche. Sie war in schlechter Stimmung des Häufigeren. Sie hat vor allen Dingen eine gestörte Vaginalflora gehabt, die ja auch abhängig ist von Hormonen. Da war ich mir wirklich nicht sicher, ob das nicht so hätte sein können. Da haben bei mir schon die Alarmglocken geschellt. Ihr müsst halt ein bisschen uns Zeit geben. Das ist nicht innerhalb von einer Stunde gemacht. Ja, das ist kein Problem. Also ich warte auch. In die Cafeteria gehen, einen Kaffee trinken. Ja, absolut. Ein bisschen runterkommen. Für die 25-jährige Lea würde eine Welt zusammenbrechen, wenn sie keine Kinder bekommen könnte. Die Frauenärztin gibt den Auftrag für weitere Laborwerte an ihre Kollegen weiter, als es plötzlich hektisch wird. Patientin Silke ist völlig aufgebracht. Warte, könnt ihr mal ganz schnell kommen? Aber ganz schnell, ich mache mir Sorgen um meine Zimmernachbarin. Was denn die los? Frau Feuerstein, die hat trinkt die nicht Bier. Heute Geburtstag? Ja, aber die ist doch hochschwanger und die trinkt Bier. Das geht gar nicht. Frau Feuerstein. Alter, aber guck doch mal, du bist schwanger und hier die Flasche Bier. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Das ist doch schädlich fürs Kind. Happy Birthday to you. Oh Gott. Menschenskind. Alles Gute zum Geburtstag. Dankeschön. Ja. Was war das jetzt ist hier? Ja tatsächlich. Ich schon mal hier, die aber das Bier. Ist doch alkoholfreies. Oh, wusste ich ja nicht. Ich habe mir das ja tatsächlich 0,0. Aber nicht mitkriege, du bist schwanger und du trinkst Bier.
Ja, aber das würde ich mal. Aber 0,0, wenn das draufsteht, dann dürfen Sie auch wirklich glauben, dass da nichts drin ist. Wenn ich höre, dass jemand in der Schwangerschaft nur alkoholfreies Bier trinkt, dann kriege ich schon einen gelinde gesagten Hals. Weil wir in Deutschland deklarieren müssen als Hersteller von Getränken, nur wenn mehr als 1,2% Alkohol enthalten sind, muss ich es auch angeben. Unter dem nicht. Das bedeutet, es gibt immer wieder Lebensmittel und Dinge, wo der Alkohol versteckt ist. Und wenn ich den jeden Tag in der Schwangerschaft zu mir nehme, dann gibt es ganz unterschiedliche Symptome. Und dann überlegen Sie sich mal, Sie würden jetzt hier jeden Tag in der Schwangerschaft 1,2 Promille trinken, von denen Sie nicht wissen, dass sie drin sind, weil da nur drauf steht alkoholfreies Bier. Dann hätten wir aber mit dem Kind später Probleme, das kann ich Ihnen versichern. Das kann ich dem Kind niemals antun. Was haben wir für eine leckere Torte, die lacht an ihr an. Mann vorbeigebracht, Schwarzwälder Kirschtorte. Lecker. Schwarzwälder Kirsch. Ja, natürlich. Schwarzwälder Kirsch ist aber in der Schwangerschaft nicht gut Kirschen essen. Ja, wieso das? Da ist doch Alkohol drin. Da ist Alkohol drin. Kirschwasser ist doch da drin. Das schmeckt man doch, wenn man die isst. Also, die hätte aber auch nicht gewusst, ehrlich gesagt. Ja, Leute, nee, also das ist ja schlimmer als das Bier. Ja. Nee, die geben Sie mal gleich her. Das war vielleicht ja doch ganz gut, dass ich sie geholt habe. Möchtest du den ja, essen? Das für uns in der Gynäkologie ist ganz klar die Devise null Alkohol. Gar nichts. In der gesamten Zeit nicht. Ich sage ja immer 9 Monate... für mein Kind alles tun, damit es 90 Jahre auf dieser Erde gesund ist. Und da muss ich das hinkriegen, dass ich mir auch mal ein paar Lebensmittel angucke oder im Lokal frage, was ist in der Soße drin vom Wild, ist da Rotwein drin, was ist in den Champagnertrüffeln, ist da wirklich Champagner drin oder ist der gar nicht mehr existent. Solche Dinge darf ich erfragen. Also es sind viele Lebensmittel, wo das super klein gedruckt ist, was sowieso keiner liest, macht sich die Mühe. Aber es ist schon so, dass in den Lebensmitteln oft Dinge drin sind, die wir nicht essen sollten. Sollte eigentlich groß draufstehen, nicht für Schwangere, finde ich. Zum Beispiel. Aber es ist nicht so. Guten Appetit und guten Schluck. Da bei der besorgten Zimmernachbarin Silke nur eine Zyste entfernt wurde, darf sie sich die Torte schmecken lassen. Inzwischen ist Leas Freund Valentin zurück in der Klinik. Die Referendarin ist immer noch auf 180. Die Patientin kann ihm nicht verzeihen, dass er zu einem angeblichen Termin abgehauen ist, obwohl es um ihre gemeinsame Familienplanung geht. Ich möchte ja Ihren Streit hier nicht unterbrechen, aber ich hätte gerne ein paar Sachen berichtet, die wir ja heute bestimmt haben. Darf ich mal kurz einen Hocker haben, dass ich mich eben zu ihr hinsetzen kann? Das ist lieb. So, auch keine Angst haben. Es ist nichts Schlimmes. Ehrlich gesagt, große Angst vor dem Ergebnis. Nein, brauchen Sie nicht. Es lässt sich alles beheben. Also, das Allerwichtigste, was gewesen ist oder was noch ist, die Schilddrüse ist nicht in Ordnung. Okay. Die Schilddrüse ist in der Unterfunktion. Okay. Ne? Und ich nehme an, so wie Sie das erzählt haben, mit diesem vor ein paar Monaten vorhandenen Halsschmerz. Ja, genau. Ne? Und dieser Druckschmerzhaftigkeit, das könnte eine Schilddrüsengeschichte gewesen sein, eine Entzündung, die jetzt vom akuten Stadium her abgeheilt ist, die aber noch nicht wieder so weit ist, dass die Schilddrüse gut arbeiten kann. Okay. Und wenn die Schilddrüse nicht gut arbeitet, gibt es auch keine reifen Eizellen. Die werden nicht reif. Es gibt auch keine, die Hormone produzieren. Das heißt, die Gebärmutter sitzt ohne Hormone, kann kein Blut aufbauen, kann natürlich auch keine Periode machen. Gar nichts in der Art. Also das heißt, das wird wiederkommen, garantiert wird das wiederkommen. Vorzeitigen Wechsel, Nein. Bei unserer Frau Winterlin war eine scheinbar eine Schilddrüsenentzündung vorhanden, einige Monate zurückliegend, die der Hausarzt aber eher als eine Angina diagnostiziert hat. Die Patientin ist dann behandelt worden, die Entzündung ist zurückgegangen, aber die Schilddrüse in ihrer Funktion, die ist noch über Monate beschränkt. Die Schwierigkeit, dann schwanger zu werden, ist einfach da. 10% aller Leute, die nicht schwanger werden können, haben in Deutschland eine Schilddrüsenunter- und manchmal auch Überfunktion. Das wird aber innerhalb der nächsten Monate mit Sicherheit vom Hausarzt oder Facharzt für Hormone, dem Endokrinologen, gut wieder abgecheckt werden können und verändert werden können. Was ich noch mal sagen möchte, eine ganz freudige Geschichte, das Anti-Müller-Hormon, das ist dieses Hormon, ich will mal erklären, was aus den Eizellen kommt, die befruchtungsfähig sind, das haben sie satt und fett. Oh, sehr schön. Also, das ist auch unabhängig jetzt von der Schilddrüse. Da könnt ihr euch drüber freuen. Ne? Ja, ihr müsst den Rest wieder hinkriegen. Ja, wir uns ich hoffe, ihr kriegt das überhaupt alles wieder hin. Das musst du mir wirklich mal erklären, was da jetzt die letzten Tage und auch gerade heute los war. Ganz Pass ehrlich. Mal auf. Stopp, ja? Ich glaube, ich muss hier was aufklären. Ja, ich habe ein Geheimnis. Okay? Und was? Mein Verhalten war merkwürdig in letzter Zeit. Ja. Aber der Grund ist ein guter. Ja, und zwar? Schatz, siehst du diese Schlüssel hier? Ja, ziehst du zu einer anderen? Nein.
Das sind die Schlüssel für unsere erste gemeinsame Eigentumswohnung. Oh, was? Ja, genau. Das ist so, und deshalb auch der Termin bei der Bank. Ja? Kommen Sie mal darüber. Es tut mir leid, Schatz. Wirklich. So klärt sich alles aus. Oh. Du kannst echt überlegen, wie du das wieder gut machst. Das mache ich wieder gut, okay? Okay. Der Lebensgefährte von der Frau Winterlin, der ist mir erst wie ein ganz komischer Vogel vorgekommen. Das muss ich zu meiner Entschuldigung sagen. Ich konnte den nicht einschätzen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe mich nachher bei dem noch heimlich entschuldigt. Das tat mir leid, dass ich den so eingestuft hatte. Der hat es ja eigentlich wirklich süß gemeint. Als er den Schlüssel zog, da habe ich eine Gänsehaut gehabt. Ich hoffe, vielen Dank, Frau Doktor. Ne, dass das vielen alles Dank. Gut klappt. Klären ja. Sie das mit der Schilddrüse, das wird ein paar ja. Monate dauern. Danke. Dann sehe ich euch bald, benehmen Sie sich. Ja! Leas Schilddrüsenentzündung war nach wenigen Monaten ausgeheilt und ihre Werte haben sich normalisiert. 4 Monate später wurde die 25-Jährige schwanger. Die werdenden Eltern sind überglücklich und richten derzeit das Kinderzimmer in ihrer neuen Wohnung ein.